Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Produkte, die mich 2019 wirklich enttäuscht haben. Ich hatte euch in einem meiner letzten Videos gefragt, ob ihr das sehen wollt. Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, wo ich euch die Top-Favoriten-Produkte aus 2019 gezeigt habe. Ich verlinke euch das Video einmal hier in der Ecke. Heute geht es tatsächlich um die Produkte, die mich enttäuscht haben. Und ihr werdet feststellen, es ist fast ausschließlich High-End-Make-up mit dabei. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass es mir mehr in Erinnerung bleibt, wenn mich ein High-End-Produkt enttäuscht und ich mich nicht davon trennen kann. Denn ihr habt es gesehen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich von viel, viel Make-up getrennt, habe es verschenkt, habe es abgegeben, habe es gespendet. Ihr habt es alles mitbekommen, was für mich nicht funktioniert. Aber von diesen wirklich High-End-High-End-Sachen kann ich mich schwer trennen, weil ich jedes Produkt, was ich euch jetzt hier zeige, selber gekauft habe, von meinem eigenen Geld. Das kam nicht in PR, doch eins. Eins kam in PR, aber da tut es mir weh, das dann auch wegzugeben, weil ich denke, irgendwie kriegst du es hin, das noch zu benutzen. Und ich bin ja eigentlich hierfür so ein bisschen bekannt, dass ich wirklich alles dafür gebe, dass Produkte für mich funktionieren. Irgendwie schaffe ich es auch meistens. Bei den Produkten kriege ich es aber einfach nicht hin. Und ich weiß nicht warum. Es funktioniert einfach nicht. Und kleiner Disclaimer am Anfang, falls hier ein Produkt dabei ist, was für euch funktioniert, ich sage es immer wieder, ich freue mich da wirklich drüber, dass die Produkte bei euch funktionieren, weil ihr habt euer Geld dafür ausgegeben und nur weil es bei mir nicht funktioniert, heißt es auch nicht, dass es bei euch nicht funktionieren darf. Ich freue mich dann wirklich und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir und der Giacomo Army ein paar Tipps in den Kommentaren dalassen könnt, wie ihr die Produkte beispielsweise benutzt. Ihr könnt sehen, ich bin geschminkt. Ich habe nicht die Produkte genommen, die ich hier jetzt ankündige oder nenne, weil ich daraus nicht wirklich ein Full-Face-Make-up machen kann. Und ich glaube, es macht auch mal Spaß, einfach darüber zu reden, wie es ist, Produkte zu haben, die nicht für mich funktionieren. Falls ihr mehr solcher, ich bin immer ehrlich, aber mehr, ich bin ein bisschen shady vielleicht und wir reden über Make-up, sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr sehr gerne kostenfrei hier unten einmal tun, da unten einmal tun. Und ja, Freunde, ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an. Ich fange so ein bisschen von Primer bis zum Ende hin an und rede mit euch einfach so ein bisschen über die Produkte. Und ich würde als erstes auch mit einem Primer anfangen. Und das ist hier der Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Primer. Also, der kam im Sommer, glaube ich, raus und irgendwie ist er das Geld nicht wert. Er ist nicht schlecht, aber ich glaube, der kostet fast 40 Euro und das ist es für mich definitiv nicht wert. Es gibt so viele gute Primer in der Drogerie. Ich habe ein Primer-Video gemacht, schon aus der Drogerie, könnt ihr mal. Hallo? Wer hat wohl wieder angerufen? Oma, sie ruft immer an, wenn ich drehe. Wir waren beim Primer stehen geblieben. Er ist nicht schlecht, aber es gibt so viele gute Möglichkeiten in der Drogerie. Und ich mag den Duft sehr gerne. Ich finde aber, was glaube ich sehr, sehr irreführend war, ist, dass er mit der Foundation rauskam. Das ist die Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Sie ist Hydrating, sie ist aber bei mir definitiv nicht Longwear. Ich habe sie jetzt auch im Herbst getragen und jetzt auch im Winter. Ich trage die sogar heute. Ich habe das Make-up aber auch vor 10 Minuten ungefähr fertig gemacht. Also noch ist es matt, aber es wird nicht lange matt bleiben und in ungefähr 3 bis 4 Stunden funktioniert das nicht. Und vor allen Dingen diese Kombination aus beidem funktioniert bei mir auch nicht. Den kann ich wirklich mit den trockensten Foundations benutzen und dann ist es okay. Aber wie gesagt, also es ist das Geld nicht wert. Ich habe nicht mal bis hier was aufgebraucht. Also das ist schade ums Geld, aber für mich funktioniert der auf jeden Fall nicht. Über die Fenty Foundation habe ich eben schon gesprochen. Ich finde sie nicht so hydrating wie beispielsweise die Revolution Foundation, die ihr in meinem Favoritenvideo gesehen habt. Die ist eher so ein bisschen unnötig. Die Deckkraft ist nicht schön, sie sitzt bei mir nicht schön und sie lässt sich nicht schön verblenden und sie hält auch einfach definitiv nicht lange. Genauso wie die Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Einzeln ist sie auch
nicht schön bei mir. Ich finde die Unterfarben der Foundations nicht schön. Sie haben eine Vielzahl an Farben, das ist sehr, sehr gut. Aber die Untertöne sind nicht so meins. Und ich komme mit dem Finish nicht so klar. Also das ist sehr luminous und das sieht sehr schön aus. Aber sobald ich das sette, sieht es nicht mehr schön aus. Man kann die Foundation auch nicht setten, aber mal ganz im Ernst. Wer von uns settet im Alltag, wenn man morgens ins Büro geht und abends wieder nach Hause kommt, seine Foundation nicht? Die luminous ist. Sie rutscht weg, sie läuft runter. Und irgendwie funktioniert es für mich nicht. Ich benutze sie aber in Kombination mit anderen. Das Spiel kennt ihr, ich mische immer Foundation, einfach, dass ich die Produkte wirklich aufbrauchen kann. Dann habe ich hier zwei Concealer. Und der erste Concealer ist von Milk Makeup. Das ist der Flex Concealer. Der sieht einmal so aus. Und auch der ist nicht günstig. Der kostet, glaube ich, 27 Euro. Und hier sind nur 5,9 Milliliter mit drin. Das Füßchen ist sehr, sehr klein. Das ist ein Lipgloss-Füßchen. Und ja, früher war das Standardfüßchen, bis der Tarte Shape Tape rauskam. Aber spätestens nach dem Tarte Shape Tape Fiasko oder tollem Fiasko, ich weiß nicht, gibt es ein schönes Wort für Fiasko? Nach dem Fest, nach dem Tarte Shape Tape Fest, sind diese Füßchen einfach klein und für mich, der Probleme mit den Unteraugen hat, einfach sehr, 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 sehr unpraktisch. Die Deckkraft ist auch nicht ausreichend, finde ich. Er sitzt aber sehr, sehr schön auf der Haut. Also hier ist eher wirklich das Problem der Preis, das Füßchen und die Deckkraft. Für mich funktioniert es nicht, aber ich habe von vielen gehört, dass sie die sehr, sehr gerne mögen. Auch ein Concealer, der ist nicht schlecht, aber er hat mich halt enttäuscht, weil ich wirklich sehr, sehr viel Hoffnung da reingesetzt hatte. Ich weiß nicht, wie lange ihr mir schon folgt, aber so ganz am Anfang 2017, 18 gab es für mich nur eine Foundation und das war die Maybelline Superstay 24 Stunden Foundation. Tolle Foundation, Full Coverage, wirklich bis zum komplett Full Coverage, aber trocken. Und irgendwann kamen dann andere Foundations, ich habe immer mehr Foundations getestet und das hat sich bei mir so ein bisschen weiterentwickelt. Und dann kam vor einem halben Jahr ungefähr der Superstay Concealer in die deutschen Drogerie. Ich habe mir mehr erwartet. Er ist gut, aber ich habe mir einfach mehr erwartet. Was ich sehr gut finde bei dem Concealer ist das Füßchen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist so ein Dreiecksfüßchen, flach auf beiden Seiten und in der Mitte so spitz zulaufend. Sehr schöne Deckkraft, schöne Farbauswahl, funktioniert gut, um Sachen auszugleichen. Mir ist der aber ein bisschen zu trocken. Also auch hier zum Baken nicht geeignet, zum losen Setten gut. Aber ich habe einfach gedacht, das ist die perfekte Version, das perfekte Dupe zum Tarte Shape Tape. Ich bin da mit einer Erwartungshaltung rangegangen, die da leider nicht erfüllt wurde. Und das tat mir so ein bisschen leid, weil ich liebe diese Foundations von Maybelline. Ich mag Maybelline wirklich, wirklich gerne. Auch wenn ich nicht viel mit ihnen zu tun habe, leider. Aber der Concealer hat mich so ein bisschen, ja, irgendwie, war nicht so das Wahre. Dann ein Produkt, wo ich wirklich gehypt war. Ihr wisst es, Physicians Formula Butter Bronzer, not sponsored. Hat mehrere Produkte auch jetzt bei Rossmann rausgebracht und es gibt unter anderem auch den Butter Blush. Das ist dieses Schätzchen hier und eigentlich ist das kein Blush, sondern es ist ein Highlighter. Er riecht toll, er ist weich, er ist cremig. Aber das ist ein Highlighter und er ist fast nicht existent, sondern das ist eher, es ist schwierig zu beschreiben. Das ist eher ein Puder, was ich mir unter die Augen geben würde. Warum mache ich das nicht eigentlich mal? Was ich mir unter die Augen geben würde, um das Ganze so ein bisschen zu highlighten. Okay, es funktioniert nicht. Nimmt er mein Puder nur ab, okay. Also nicht, auch dafür funktioniert es leider nicht. Weder ein Blush noch ein richtiger Highlighter, weil der Highlighter-Effekt ist einfach nicht da und das Produkt hat mich einfach so enttäuscht, weil ich auch da mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen bin. Dieser Butter Bronzer ist so toll und wenn ihr wollt, ich mache gerne ein Full Face Physicians Formula. Ich habe die Produkte da, ein Teil davon, aber nicht alle. Mache ich euch gerne ein Full Face Physicians Formula, aber das war irgendwie für mich nichts. Es gibt noch einen anderen Blush, der wirklich ein Blush ist, der ist gut, aber das ist für mich einfach kein Highlighter. Der hat keinen Effekt. Ich glaube nicht mal, wenn jemand nicht exzessiv Highlighter auftragen praktiziert wie ich, ist das auch viel zu wenig. Auch in diesem Highlighter-Spektrum drin ist von Jeffree Star diese Liquid Frost. Jetzt hier als Veranschaulichung habe ich jetzt hier die Farbe Crown Jewel. Ich verstehe es nicht. Also auf dem Körper sieht es nicht schön aus, weil es zu grob ist. Unter der Foundation sieht es auch nicht gut aus, weil die Schimmerpartikel zu groß sind und dann, weil sie leichter sind als die Foundation, keine Ahnung, Gravitationskraft, ich bin kein Astronaut.
Ich habe keine Ahnung von Partikelchenphysik. Aber diese Partikel kommen durch die Foundation durch, so nach einer halben Stunde. Und dann habt ihr halt einfach grobe Glitzerflakes auf eurer Foundation. Überall. Und zwar ungleichmäßig. Als Highlighter mag ich ihn auch nicht, weil dafür ist es zu viel, um es auf die Foundation zu geben. Und sehr, sehr schwierig, das zu handeln, weil ich sette das Ganze ja dann am Ende trotzdem und dann wird es krustig und flakig und gefällt mir nicht. Ich glaube, was man damit machen kann, vielleicht so für Festivals oder so, auf den Körper geben, aber die Farbe ist auch jetzt sowieso für mich nichts. Ich habe auch noch eine aus der Blue Blood Edition, die ist schön, aber da kommen auch die Glitzerflakes durch, aber da ist das Problem, da kommen nicht die schönen goldenen durch, sondern die blauen. Und dann habe ich überall so blaue Fleckchen im Gesicht und auch das sieht ganz, ganz komisch aus. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich damit machen kann, generell zu jedem Produkt. Schreibt mir das gerne, gerne in die Kommentare. Dann ein Produkt, das ist das, was ich in PR bekommen habe. Nicht nur das, sondern irgendwie alle, die ich davon ausprobiert habe, ist von Uma Beauty. Sind das diese Liquid Lipsticks, Lipglosse? Ich weiß es nicht. Füßchen, also das klassische Lipgloss-Füßchen, alles gut. Aber die sind so patchy. Und das ist schwierig, einen Gloss hinzukriegen, dass er patchy ist. Weil auch wenn ich ihn schüttel, auch wenn ich mehrere Schichten auftrage, die Farben sind irgendwie so konzipiert, dass jedes Mal, wenn ich mit den Füßen rübergehe, ich mir das Pigment wegschiebe. Und auch wenn ich einen Liquid Lipstick drunter habe, der dunkel ist, schiebe ich mir das damit wieder weg. Und Uma Beauty war so gehypt vor ein paar Monaten. Die Foundation, das hat alles revolutioniert irgendwie von den Untertönen her. Und sie hatten mir dann auch freundlicherweise was zugeschickt. Leider nicht die Foundation und so. Und es war auch sehr schwer, an die Produkte damals ranzukommen. Sie haben mir aber diese Liquid Lipsticks geschickt. Die Lippenstifte sind sehr gut, aber diese Lipglosse sind eine ganz, ganz schwere Katastrophe. Wirklich. Das tut mir wirklich im Herzen weh, das zu sagen. Weil ich will nicht gemein sein. Ich will eigentlich immer was Nettes sagen zu Produkten, auch wenn es mir nicht gefällt. Ich probiere es irgendwie so ein bisschen, ja, dann nicht schön zu reden, aber zu sagen, hey, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie ihr das und das benutzen könnt. Aber hierbei weiß ich leider wirklich nicht, was ich damit machen soll. Ich kann es nicht als Liquid Eyeshadow nehmen, ich kann es nicht als Eyeliner nehmen. Es ist einfach doof. Was auch sehr, sehr gehypt war, Freunde, war von Juvia's Place, diese Masquerade-Palette. Die sieht einmal so aus und irgendwie, ich habe mir mehr erwartet. So, das war so die erste High-End-Palette oder eine der ersten High-End-Paletten, die ich mir wirklich gekauft habe. Und ich dachte so, wow, Niki Tutorials, ich möchte aussehen wie Niki Tutorials. Ich möchte diesen intensiven Farbeffekt von Niki Tutorials haben. Und das hat für mich damals damit nicht funktioniert. Ich habe es auch neulich wieder probiert und die Farben sind schön, aber sie funktionieren nicht so gut miteinander, finde ich. Und sie funktionieren nicht auf jeder Base. Sie funktionieren auf einer feuchten Base gut, da kommen sie raus. Aber ich kriege sie nicht, absolut nicht verblendet. Die Schimmertöne sind eher so ein softer Schimmer und nicht so dieses wirklich metallische, glitzerige Finish. Nicht Paillettenschimmer, sondern wirklich so ein intensives, foliertes Glitzer. Und für den Preis, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, war nicht so meins. Und ich glaube, Freunde, wir haben noch ein Produkt, was die absolut größte Enttäuschung dieses Jahr war. Und das war auch, glaube ich, die teuerste Enttäuschung, die ich dieses Jahr hatte. Das ist das Chanel Poudre Libre Fini Naturel Natural Finish Loose Powder. 40, 50 Euro? Ich weiß es nicht. Furchtbar. Ganz schlimm. Ich weiß, es ist total gehypt und ich habe es mir auf die Empfehlung von einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen und bekannten Make-up-Artistin aus Großbritannien gekauft. Und ich war so traurig, ich habe fast geweint, als ich es probiert habe, weil ich war so gehypt. Ich so, wow, Luxus-Make-up, toll, klasse, ich lieb's. Ich sehe aus wie ein Gott und glücklich und zufrieden und man sieht keine Pore mehr. Und dann trage ich es mir auf und ich sehe aus wie ein 128-jähriger Mann unter meinen Augen. Zum Baken furchtbar. Wofür es okay ist, ist zum ganz, ganz leichten Setten. Aber wirklich ganz leicht. Ansonsten, es funktioniert nicht. Es ist viel zu trocken für mich. Und ich benutze es wirklich nur noch so zwischendurch, damit ich es aufgebraucht habe. Aber ich habe wirklich keine Möglichkeit, was ich mit diesem Puder machen soll. Falls ihr eine habt, auch hier, bitte helft mir. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich möchte sie benutzen. Ich habe mein Geld dafür ausgegeben. Ich möchte, dass es funktioniert. Aber leider
hat es nicht so wirklich funktioniert. Und Freunde, ich glaube, das waren wirklich die Produkte, die mich am meisten enttäuscht haben. Klar, es gab immer mal wieder irgendeine Limited Edition, die nicht funktioniert hat. Es gab immer mal wieder irgendwelche Produkte, die mit irgendwas anderem nicht funktioniert haben. Aber das waren die Produkte, die mir im Kopf geblieben sind dieses Jahr, wo ich wirklich heute noch Bauchschmerzen kriege, wenn ich an diese Produkte denke, weil ich mich ärgere darüber, weil ich mich so gefreut habe und das leider nicht geklappt hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche eure Top 3, Top 5, je nachdem wie viel Zeit und Lust ihr habt, Top 3 Fail-Produkte in die Kommentare schreibt. Einfach, vielleicht sind wir irgendwie auf einer Wellenlänge. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, Freunde. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Heiligabend. Ich bin am 25. wieder hier. Also, ich glaube, das ist der Mittwoch. Und am Freitag, also es geht weiter. Nur an Heiligabend gibt es kein Video, aber da gibt es generell kein Video. Habt wirklich schöne Feiertage, Freunde, egal ob ihr feiert oder nicht. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen für das schöne Jahr. Wir sehen uns aber dieses Jahr nochmal. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.